Sie suchen nach Spaß und Abenteuer für die ganze Familie, aber herkömmliche Freizeitparks haben ihnen einfach zu wenig lebensbedrohliches Risiko? Dann kommen sie auf den Dunkelmond-Jahrmarkt. Als der Gnomenunternehmer Silas Dunkelmond seine erste Attraktion baute, hatte er vor allem einen Plan: den Spaß eines Freizeitparks mit dem Irrsinn des Saw-Franchises zu verknüpfen. Und er hatte Erfolg. Heute zählt der Dunkelmond-Jahrmarkt jeden Monat mehrere tausend Besucher, die sich auf der Insel vergnügen und von Kaninchen abschlachten lassen. Der Ort des Jahrmarkts wurde vor allem gewählt, da in Taschendimensionen, die jenseits von Zeit und Raum existieren, keine Sicherheitsrichtlinien gelten. Auf sie warten Attraktionen wie Panzer, auf einem mechanischen Vogel ertrinken oder auch Kampf bis zum Tod. Seien Sie also dabei und lassen Sie sich diesen Spaß nicht entgehen. Sie suchen nach Spaß und Abenteuer für die ganze Familie, aber herkömmliche Freizeit...